Eine Zuschauerin von mir hat mich gefragt, ob ich mal wieder einen Schminkvlog machen kann. Ich nenne das Ganze jetzt Style and Talk. Und dem Wunsch gehe ich jetzt mal nach. Und ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Ich habe in meinem Community-Tab gefragt, wie steht ihr zum Thema Schminkchats, Schminkvlog. Ich nenne das jetzt einfach auch Style and Talk, weil dieses Schminkchat, eigentlich hat es bei mir nie einen eigenen Namen gehabt. Und ich nenne es jetzt Style and Talk. Und jetzt ist ganz, 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 ganz wichtig, hör mir zu. Du hast auf dieses Video geklickt. Erstmal Pro-Tipps darfst du von mir nicht erwarten. Ich bin eher ein Chaot, was sowas betrifft. Und hier geht es einfach nur mal ums Schnacken, ein bisschen reden, ein bisschen die Stars, Schabernack. Und das ist ganz wichtig, wenn du dieses Format magst. Ich habe auf meinem Community-Tab die Umfrage gemacht. Die ist recht unausgeglichen. Es steht 11 Stimmen für Ja, 10 für Nein. Wenn du das Format magst, Daumen hoch. Na, also auf jeden Fall Interaktion zeigen. Gib einen Daumen nach oben. Und vor allem, schreib einen Kommentar unter dieses Video. Das muss sich nicht notgedrungen auf das Video beziehen. Ist gar nicht wichtig. Aber es ist halt wichtig, dass du Interaktion zeigst. Weil nur so schlägt YouTube meine Videos auch bei anderen vor. Ne? Also, wenn du das Format echt gut findest, zeig es in Form von einem Daumen. Ganz wichtig. Und mir ist schon klar, dass ich hier auf dem Kanal ein bisschen mehr zum Thema, also dass ich ein bisschen mehr für meine eigenen Zuschauer machen muss, weil ich inzwischen fast nur noch Zuschauer von außen habe. Herzlich willkommen, wenn du fremd auf meinem Kanal bist. Von außen bedeutet, ich mache ja meistens so Reviews über diverse Produkte und die werden mehr so gesucht, die werden nicht so viel von den eigenen Zuschauern geguckt. Ich mache ja, wenn es um Reviews geht, mache ich ja immer diese 5 Produkte, das heißt, ich habe jetzt erst einmal ein 5er Video gemacht. Als nächstes wird es wieder eins geben. Oder als übernächstes. Das ist ganz wichtig. Als übernächstes werde ich wieder so ein 5er-Video machen. Weil ich halt auch nicht immer gleich 5 Produkte zusammenkriege. Ne? Also das weiß ich dann schon. Muss schon ein bisschen abwägen. Und natürlich wollen meine Zuschauer hier natürlich auch ein bisschen Content haben. Ich habe ja die Foundation getestet und habe viel zu viel verwendet. Da reichen tatsächlich ein paar Tropfen. Die ist gerade auch bei Ecoverde, habe ich gesehen, runtergesetzt. Aber da du das Video erst einen Monat später sehen wirst, kann ich dir natürlich nicht versprechen, ob es da immer noch so ist. Ich mag die ganz gerne, weil du brauchst nicht so arg viel davon. Du hast auch nicht so arg viel davon. Das ist halt ein bisschen stärker pigmentiert. Man könnte es jetzt in die Creme mit reinmachen. Ich habe aber schon Sonnenschutz und Co. auf dem Gesicht. Deswegen würde ich das jetzt ungern tun. Und ich muss das nicht abpudern, das ist halt das Allergeilste. Na, also, das ist schön so wässrig. Ich weiß nicht, ob man das auch hört. Man hört mehr mein Armband klappern. Es ist halt wässrig und ich mag das ganz gerne. Aber ich muss mir mal wieder ein Puder holen. Ich schmeiße nach und nach gerade immer meine Produkte weg. Weil du sollst es halt auch nicht ewig aufbehalten. Ich finde es ein bisschen unsinnig, Produkte
nach der Packungsanleitung wegzuschmeißen. Das mache ich so oder so nicht. Das nicht. Aber was ist komplementär von Rot-Grün, ne? Ich habe hier so eine Macke. Das hätte ich vielleicht im Nachhinein machen, am Anfang machen sollen. Oh, ich bin auch blöd. Ich sag ja, ich habe hier von der Ahnung, von der Sache null Ahnung. Absolut gar nicht. Ich mache da einfach gleich noch mal ein bisschen Foundation drüber. Das wird am allerbesten sein. Und ich könnte auch einen Concealer drüber machen. Ich überlege es mir gerade. Wie ihr seht, ich habe mega Ahnung von Kosmetik. Ich schmink mich auch so gut wie gar nicht mehr. Außer wenn ich rausgehe, was ich im Moment eh nicht mache, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Das, was man mir am meisten gerade immer sagt, was, du bist noch so jung und hast schon einen Bandscheibenvorfall. Ja, hätte ich mich mal mehr bewegt, ne? Und jetzt ist es zu spät, weil du hast ja zwischen deinen Bandscheiben hast du ja diese Flüssigkeit und die ist bei mir bei Anna halt so fast aufgebraucht. Und naja, was soll ich sagen, ne? Ich werde jetzt da einen Concealer nehmen. Kann man ja auch machen. Das ist der Concealer von Lavera. Weiß nicht, ob der gut ist. Keine Ahnung. Hatte ich jetzt erst bewusst einmal drauf, aber macht einen guten Eindruck. Die Höhen sieht man fast nicht mehr. Super. Kann man machen. So, wir machen jetzt weiter mit einem Altera Bronzer. Der ist zwar ein bisschen mir zu rötlich. Muss mir echt gucken, dass ich einen finde, der so ein bisschen einen, wie sagt man, so einen aschigen Ton hat. So. Noch gefällt es mir ganz gut. Da ich jetzt auch schon Bronze drauf habe, kommt jetzt auch Blush. Ich verwende braunen Blush. Ja, mit meinen Haaren, ich weiß auch nicht. Also, da versuche ich gerade. Ich habe eine so eine Strähne. Ich muss das halt immer mit Haarspray nach hinten kleben. Sonst funktioniert das nicht. Und eine Strähne, die guckt mir da immer. Also, die habe ich immer hier hängen. Und das nervt so krass. Ja, das ist jetzt auch nicht ideal, gerade im Moment, wie es aussieht. Aber ich bin mir am Überlegen, wie ich es zukünftig machen werde. Ich mache mal Augenbrauen. Ihr seht, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da stehe ich auch dazu. Ich werde so haaremäßig schon auch auf dem Kopf ein bisschen grau inzwischen. Aber wo ich richtig grau bin, ist Augenbrauen. Ich habe gedacht, mich stört es so ein bisschen mehr. Tut's gar nicht. Lustigerweise. Ich finde diesen Aschbraun von Alverde, das passt einfach immer. Das passt einfach.
Immer, immer, immer. Ich habe früher immer gedacht, ich müsste meine Augenbrauen schwarz machen, weil ja, ich habe schon so schwarze Augenbrauen, aber der Rest ist halt aschig auf meinem Kopf. Und da passt das halt nicht. Und passt es eigentlich ganz gut mit dem Aschbraun. Nee, blond, das für blonde Augenbrauen, aschblond. Aschblond. Weil bei solchen Sachen musst du halt echt auch aufpassen. Da wird voll oft Mikroplastik verwendet. Das ist für mich halt ein absolutes No. Und der färbt meine Augenbrauen mindestens genauso gut. Es geht bei mir ein bisschen ums Einfärben. Weil ich hatte noch nie so super dichte Augenbrauen. Und ich sollte das öfters machen, merke ich gerade. Aber ich bin halt auch ein bisschen faul. Ich werde jetzt noch ein bisschen Highlighter verwenden. Übrigens von La Vera. Noch riecht er in Ordnung. Also bei mir geht es echt immer viel um Geruch. Aber auch wie sich das Produkt verhält nach einer Zeit. Ja, also wenn sich was komplett trennt oder klumpig wird oder so, oder du merkst, du kannst das nicht mehr richtig auftragen, besonders bei so Stiften, weil da riecht man in der Regel jetzt nicht unbedingt dran. Dann wird es weggeschmissen. Was mache ich denn heute? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Ahnung. Vor allem das Witzige ist, ich habe jetzt nachher gleich Physiotherapie. Und liegt eine Stunde im Endeffekt auf meinem Gesicht, wegen der Bandscheibe, die wird behandelt. Und hinterlasse da hoffentlich keinen Abdruck auf dem Handtuch. Deswegen werde ich da jetzt nicht zu viel drauf packen. Also denkt daran, falls ihr das Format mögt, also gerne guckt. Gebt der Sache gerne einen Daumen nach oben, dadurch weiß ich dann, ich mache es weiter. Und es ist auch okay, wenn man das Format nicht so mag. Also es ist auch nicht mein Lieblingsformat, gebe ich an der Stelle auch zu. Ich bin ja so gut wie gar nicht mehr geschminkt. Und das spielt ja eher in die Richtung, das geht ja eher bei mir in die Richtung, dass ich es eben nicht so gerne mag. Aber durch das, dass man halt gefragt hat nach dem Format und ich gerne natürlich euren Wünschen nachgehe und dieses Format natürlich auch was für euch ist, also für meine Zuschauer, gehe ich dem Wunsch natürlich gerne nach. Also, wenn ihr es gerne guckt, Kommentar hinterlassen. Der Kommentar muss sich nicht aufs Video beziehen. Du kannst mir einen schönen Tag wünschen. Du kannst über das Wetter reden, wenn du möchtest. Aber Kommentare sind echt wichtig. Es war nämlich in der Vergangenheit eher auch so, wenn ich so ein Format gemacht habe, dass eher Zuschauer wieder gegangen sind, weil sie sich für die Thematik ja nicht so wirklich interessiert haben. Und also, ich habe einen recht hohen Altersdurchschnitt, was meine Zuschauer betrifft. Das ist total interessant, eigentlich. Hi! Habe ich den auch noch? Das ist eigentlich auch Mineral-Make-up hier.
Aber ich bin mit diesem Lili Lolo, das ist das da, bin ich bis jetzt am besten klargekommen. Und ich denke, dass ich mir das mal wiederholen werde. Im Moment habe ich allerdings zu viel offen, also ich brauche es im Moment nicht. Ich werde mich jetzt recht unauffällig schminken mit dem hier von Benecos. Das ist so ein Move-Ton. Move, move, move. Ich würde ja gerne sagen, den mag ich ganz gerne, aber es wäre ja gelogen, weil ich mich ja. Den sieht man fast nicht. Also den kann man breitflächig auftragen. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Aber er macht ein gutes Ergebnis auf dem Auge. Das ist schön. Das ist echt schön. Cool. Man muss auch mal schnelle Sachen finden, ne? Man muss auch mal schnelle Sachen finden. Ich schaffe es auch morgen vor der Arbeit, mich zu schminken. Ich stehe um 5:30 Uhr auf. Ich bin morgens, bin ich fertig mit der Welt. Ne? Also da ist echt bei mir nicht mehr viel angesagt. Da muss ich erstmal klarkommen mit mir selber. Und das Lustige ist, ich fange um 7:30 Uhr an mit Arbeiten. Und stehe um 5:30 Uhr auf, weil ich nicht jeden um mich rum anschnauzen möchte, weil ich bin der Inbegriff von Morgenmuffligkeit. Ich gebe das ja ehrlich zu, ne? Also das ist auch nicht cool, wenn man so morgenmufflig ist. Deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, mich wirklich 2 Stunden vorher aus dem Bett zu kämpfen. Und dann auch natürlich mir diese Zeit zu lassen morgens, weil sonst kann ich es ganz vergessen. Aber schminken schaffe ich trotzdem nicht. Du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, bist du eher Typ Morgenmuffel am Morgen oder eher gleich aufstehen und Action? Das kann ich ja gar nicht. Ich habe mir den Eyeliner von Alterra gekauft, aber ich komme mit dem nicht so wirklich klar, wenn ich ehrlich bin. Du musst bei so Kosmetikas musst du so aufpassen, was Mikroplastik betrifft. Selbst im Kajal ist die Scheiße drin hier. Also in dem von Catrice ist nichts drin. Joe Black, irgendwas heißt er. Und den werde ich mir auch wieder nach dem holen, weil der ist einfach besser. Ich habe mir auf Netflix habe ich mir Glow Up angeguckt. Das ist schon älter. Eine englische Castingshow für Make-up-Artists. Der müsste eigentlich in dem Jahr müsste ja auch eine Staffel rauskommen. Ich habe das gefeiert. Echt, ohne Witz. Da ist eine dabei von L'Oréal. Die, was hat immer jemand, wenn jemand was Gutes gemacht hat? A Ding Dong! Müsst ihr euch echt mal reinziehen, falls ihr das nicht so geguckt habt. Also letztes Jahr gab es keine Staffel, aber 2019 und 2018 müssen wir euch echt mal reinziehen. Wie die dann immer abgegangen ist, und die hat halt echt so eine schwarze Katzenaugenbrille. Steht ihr sehr, sehr gut.
Ist ja auch schon älter. Ich freue mich, wenn das echt wieder weitergeht, muss ich ehrlich sagen. Kennt ihr Glow Up? Habt ihr das geguckt? Weil ich bin da echt spitze nur. Aber teilweise findest du solche Sachen halt auch gar nicht so einfach. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Das kann man so lassen. Und ich habe mir hier auch einen neuen Kajal gekauft, weil meiner ja auch langsam so ein bisschen gruselig alt war. Das mache ich auch, wenn was zu alt wird. Sich zwar irgendwie die Konsistenz oder so nicht verändert hat, dann schmeiße ich es trotzdem nach einer Zeit weg. Weil das ist halt einfach auch für die Haut nicht gerade das Wahre, wenn du dir alte Kosmetik ständig drauf schmierst. Gerade im Auge ist es nicht so schön. Also ich bin niemand, der nach 6 Monaten eine Mascara wegschmeißt, das meine ich. In der Regel, muss ich ehrlich zugeben, funktionieren Mascaras bei mir erst, wenn sie alt sind. Mann, der ist echt gut. Der ist echt gut. Echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Der färbt richtig cool ab. Macht richtig schwarz. Da musste ich gar nicht anstellen hier. Echt schlecht. Freut mich. So, jetzt kommt noch Alverde Volumen Mascara. Da habe ich einfach auch nichts Gescheites gefunden in allen, die ich sonst früher immer so verwendet habe. Sind solche Plastikpartikel drin. Das ist so traurig. Jetzt wird zwar der Fokus so ein bisschen auf vereinzelte Kosmetik gelegt oder so Eigenmarken. Schön und gut. Also ich finde es schon auch wichtig. Aber sowas wie dekorative Kosmetik, wo sich jede dritte Frau ja auch schminkt, das wird außer Acht gelassen. Und das ist echt monströs schade. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Zum Glück habe ich so eine fettige Haut, dass man so also mal kurz so wegschmieren kann. Ich habe nicht viel schneller ein. Das war jetzt gut gedeutscht. So, Freunde der Sonne. Ich bin fertig. Ich habe vor kurzem jetzt erst meinen, also alle beiden Lippenpflegestifte weggetan. Der eine hat angefangen zu ranzeln und der andere war auch schon irgendwie komisch. Und sowas bitte dann auch nicht verwenden. Natürlich, das ist auch nicht so das Obergeile dann. Ich sag danke fürs Einschalten. Gell? Und ihr denkt nochmal dran, wenn ihr das Format mögt, packt einen Daumen nach oben, unten rein und einen Kommentar, dass ihr das Ganze auch so ein bisschen pusht. Und dann weiß ich, dass ihr das gerne guckt. Ich sag danke fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, tschüssi!